Ach so. Okay. Ja, dann kommen So, kommen wir mal zur ELF. wir. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Rückblick an, ne? Wart ein Wochenende. Ja. Würde ich genauso sehen. Also fangen wir mal mit Samstag an. Das war ja schon der Oberknaller schlechthin, dass das in so ein enges Spiel wurde, ne? Ja, generell das Spiel überhaupt, auch wenn es nicht so eng gewesen wäre, es war einfach mega. Ja, also ich habe mir jetzt auch mal den, ich habe mir jetzt auch schon mal ein Stück von Jan Weinreichs Podcast angehört. Der hat auch erzählt, also er nimmt also die erste Halbzeit, vor allen Dingen auch die Punkte, nimmt er vollkommen auf seine Kappe. Da hat er einige unüberlegte Fehler gemacht, die er dann versucht hat, in der zweiten Halbzeit auszubügeln. Ja, also ich würde sagen, an sich hat er mehr Punkte, haben sie mehr Punkte aufs Board gebracht wie Istanbul. Also auch wenn er am Anfang Scheiße gebaut hat, muss man ja einfach dazu sagen, ist es einfach, ja, so dass wenn du mehr Punkte machst als dein Gegner, dann gewinnst du. Fertig. So sieht's aus. Dann ist auch egal, wer da die Scheiße gebaut hat. Da kräht in 3 Monaten, wenn dann irgendwer in Klagenfurt spielt, sowieso kein Hahn mehr nach. Nee, das ist dann schon vollkommen egal. Ja, und ja. Ja, also wie gesagt, das zu mich war wirklich positiv überrascht, wie gut Istanbul mitspielen kann. Das war mit für mich die Überraschung des Wochenendes. Weil jetzt davor konnten, wussten wir ja alle nicht, was Sache ist. Aus Istanbul hast du ja nichts gehört. Nichts. Und jetzt wissen wir, Prospekt, die haben ein ordentliches Footballteam auf die Beine gestellt. Das werden schon mal nicht die Schießbuden der Liga sein. Nee, nee. Vor allen Dingen, jetzt muss man tatsächlich dazu sagen, Jan Weinreich hat nämlich auch erzählt, die haben anscheinend Tape bekommen von Istanbul. Und jetzt warte, wie rum war das jetzt? Die gespielt haben sie ja eine. Eine Dreierdefensive, ne? Ja, mit 3-4. Genau. Oh, aber in dem Tape, was sie gekriegt haben, haben die immer 4-4 gespielt. 4-4. Ja. In dem Tape jetzt. 4-4 in der Liga ist krass. Ja, und das hat die dann nämlich so überrascht, dass sie 3-4 gespielt haben. Dass auch Jan Weinreich da erstmal stand und erstmal gucken musste, was geht jetzt eigentlich noch, was wir uns hier überlegt haben. Und das war halt auch mit ein Grund des Safeties am Anfang, weil da wohl ziemlich viel Verwirrung herrschte, dass die Defense dann doch ganz anders aufgestellt war, wie sie eigentlich im Tape war. Also. Fazit daraus, Video studieren ist zwar gut, aber ist nur die halbe Miete. Ja, wenn der Gegner dir nicht alles zeigt, dann ja. Ja, und du darfst dich dann auch nicht verunsichern lassen, wenn mal irgendwas nicht so ist wie auf dem Tape. Nee, und wie gesagt, das war ja schon der Burner schlechthin.
Ohne Scheiß. Der Burner schlechthin war das, ja. Aber dann kommen wir zum Sonntag. Also, mal abgesehen davon, dass es zwei, drei sehr eindeutig. Nee, warte. Eins, zwei. Ja, doch, zwei sehr eindeutige Ergebnisse gab. Und drei relativ knappe. Fand ich das schon sehr, sehr genial, was Ryan Fire da geboten hat. Das auf jeden Fall. Also das war wirklich direkt El Clasico im deutschen Football von Anfang bis Ende. Mega spannend. Also alles, was wir uns eigentlich von dem Spiel erwartet haben und noch mehr. Ja, also ich muss sagen, ich war schon fasziniert, als die ersten Punkte für Ryan Fire fielen, weil es waren dann ja auch wirklich die ersten Punkte des Spiels, weil irgendwie beide Seiten es anfangs in dem jeweiligen ersten Drive einfach nicht geschissen gekriegt haben, Punkte zu machen. Und Jacob Sullivan, so gut er als Quarterback an sich ist, man hat einfach gemerkt, irgendwas läuft da nicht so, wie es sollte. Weil er hat ganz untypische Fehler auch gemacht. Also mal abgesehen davon, dass ich mich nicht hinten reinstellen kann und so locker lässig sein kann, wenn ich da dann auf einmal so 100, 120 Kilo 1,90 große Maschinen vor mir stehen habe, war es auch einfach so, er hat halt auch viele Reads falsch gelesen, meiner Meinung nach. Weil die Interceptions, die da raus resultierten, meiner Meinung nach hätte man die verhindern können. Ist so meine persönliche Meinung. Und vor allen Dingen, die sind irgendwann sehr stur auf ihrer Linie geblieben. Weil da, also deren Run Game war ja effektiv einfach nicht existent. Da Nee. ging ja nix. Da war ja einfach nix los. So, und die sind einfach stur dabei geblieben zu laufen. Wo ich mir so dachte, ey Leute, jetzt mal so ganz ehrlich, vor allen Dingen als es dann 19:3 stand, da dachte ich mir so, ey Leute, wollt ihr jetzt nicht mal diese Klein-Klein-Mentalität mal ablegen? Weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich Ryan Fire-Fan, aber ich saß hier und dachte mir so, boah, jetzt muss da was passieren. Die müssen jetzt aufwachen. Jetzt lass die doch endlich mal aufwachen. Jetzt lass die doch bitte endlich mal spielen. Ja. Hinten raus ging es dann ja einigermaßen. Trotzdem haben sie das Ding dann noch verloren. Ich hoffe einfach, Matt Adam hat sich nicht zu schwer verletzt, weil er dann ja für den letzten Drive dann auch nicht mehr aufs Feld zurückgekehrt ist. Aber er hat ja schon innerhalb des Spiels ständig Probleme gehabt mit Krämpfen und allem. Und deswegen hoffe ich einfach mal, ist ihm da nicht ganz so viel passiert. Weil auch wenn der Backup jetzt für den letzten Drive echt gut war und genau das gemacht hat, was er sollte, einfach mal einen langen Pass in die Tiefe und ab da dann und ab da sollte es dann der Kicker richten. Ja, wie gesagt, also Alles funktioniert. Wie gesagt, ich finde, das hätte auch das Finale sein können. stimmt, ja. Ja. Ja, jetzt was mich nur ein bisschen wundert. Von unserer Todesgruppe
hat nur genau einer gewonnen. Ja gut. Da muss man jetzt aber dazu sagen, dass auch zwei aus dieser Todesgruppe gegeneinander gespielt haben. Ja gut. Aber genau das wäre jetzt das nächste Thema für mich gewesen. So, das. Die Wiener haben gleich mal gezeigt, dass sie jetzt erstmal die Nummer 1 aus Österreich sind. Ja, definitiv. Also. Wobei ich sagen muss, der Ablauf des Spiels war leider wetterbedingt so durcheinander, dass auch das den Unterschied gemacht haben kann, welches Team einfach besser danach, nach so einer Unterbrechung, wieder ins Spiel zurückfindet. Ja, ja, also das stimmt. Also viele. Eine Unwetterunterbrechung gab es ja auch bei Rheinfire Frankfurt tatsächlich. Mhm. Und vor allem, ich dachte erst, es liegt, weil samstags konnte ich ja immer noch sagen, da du dich noch flüssig bewegst, liegt es nicht an meiner Leitung. Aber da ich niemanden im Hintergrund hatte, wo ich mich dran orientieren konnte, dachte ich erst so, fuck, mein Internet, nein. Und dann der Kommentator so, ich hoffe, es ist jetzt nicht nur bei mir so, ich habe nämlich jetzt gerade kein Bild, deswegen halte ich jetzt einfach mal, bis das Bild wieder da ist, die Fresse. Ja, gut, dann wusste ich, okay, es liegt nicht an meiner Leitung, es liegt tatsächlich an der Übertragung. Nee, ja gut, aber bei Wien gegen Tirol war ja meines Wissens nach eine Stunde Unterbrechung. Dreiviertel Stunde, ja. Ja. Da waren nicht nur ein paar Minuten. Naja, also wie gesagt, das ist leider ein bisschen schade, weil dadurch weiß man nicht so genau, wie aussagekräftig das Ergebnis jetzt ist. Ja, 29-23 ist ja erstmal nichts, wo sich einer von beiden verstecken muss. Genau. Und das ist ja nur ein Touchdown-Unterschied. Ja. Ja. Wie gesagt, wir haben zwei relativ eindeutige Ergebnisse, aber wir haben keine Schwäbisch Hall gegen Schießbude GFL. Ja. Nicht? Also ich finde, das Dragons-Ergebnis ist schon sehr schießbudenmäßig. Naja, es sind keine 80-0 und auch keine 70-6. Also ja, es ist sehr eindeutig, aber ja, es ist sehr eindeutig, aber es ist noch nicht auf dem Niveau von der GFL. Ja, okay. Nee, aber um nochmal kurz eben erst auf das... Wie haben sie es bei Puls 4 genannt? Im Prinzip die Austrian Ball Light. Jo. Ja. Nur ohne Light. Ja. Ist standardmäßig der Austrian Ball. Ja gut, es ging ja aber im Prinzip erstmal um nichts, ne? Also die haben jetzt kein Bowl Game gegeneinander bestritten und nix, aber ja. Nee, aber was ich halt gerade so genial fand an diesem Spiel, das hat gezeigt, dass sich zumindest die Österreicher leistungstechnisch sehr, sehr nah beieinander liegen. Ja. Also ich habe da ja echt schon eine größere Schere erwartet, aber 29-23 liegt jetzt erstmal in dem Bereich, wo ich sagen würde, gut, da hat jetzt keiner großartig den anderen dominiert, da hatte einer vielleicht nur das Quäntchen mehr Glück und vielleicht auch das Quäntchen mehr Zeit mit dem Ball. Ja. Das muss man einfach sagen. Das hat auch viel dazu beigetragen, tatsächlich für mich zu sagen, jo, an dem Punkt möchte ich nächste Woche nicht in der Haut der Frankfurter stecken.
Weil wenn die Wiener da jetzt weiter so konzentriert dran gehen und dann spielen sie auch zu Hause, dann kann es dir Ja, gut gut, passieren. aber das Problem, was ich jetzt habe, jetzt haben die zwei österreichischen Mannschaften gegeneinander gespielt. Ja. Das ist schön und gut. Wien hat knapp gewonnen. Ja. Aber wir haben immer noch keinen Vergleich von einem der österreichischen Teams zu einem anderen ELF-Team. Das sind beides neue Teams. Wir wissen ja nicht, vielleicht sind die auch beide entweder saugut oder vielleicht sind auch beide grottenschlecht, aber halt gleich schlecht. Ja, Ja. okay, ja. Das wird sich erst nächste Woche dann herausstellen, wenn wir sehen, wie die zwei Teams gegen Köln beziehungsweise Frankfurt spielen. Wenn sie da mit 50, 60-0 vom Feld marschieren, dann wissen wir ja, die Todesgruppe ist nicht die Todesgruppe. Ja. Zumindest ist es dann die Todesgruppe für alles außer Rhein Fire. Aber gut, das sehen wir erst, wie gesagt, nächstes Wochenende. Ja, also ich muss jetzt auch dazu sagen, und kommen wir, bevor wir erst zu diesem sehr, sehr eindeutigen Spiel kommen, kommen wir mal zu einem etwas, ja auch eindeutig, aber nicht so eindeutigen Spiel, nämlich Hamburg, das Hamburg-Spiel gegen Berlin. Cissé hat verinnerlicht, dass auch wenn er ein deutscher Quarterback ist, er auch gerne mal für Punkte verantwortlich sein darf. 43 an der Zahl haben sie gemacht. 43, 18 ist das Spiel ausgegangen. Leute, ich kann euch sagen, ich hab ja nach dem Ryan Fire Spiel habe ich ja mal so in die anderen laufenden Spiele noch mal so reingeseppt. Gut, Hamburg war zu dem Zeitpunkt schon aus, aber ich habe mir das Ergebnis angeguckt und dachte mir so, okay, ist nett auf jeden Fall. Ja, wir haben beide die Berliner eigentlich gelobt für eine gute Off-Season. Jetzt sollten sie dann nur vielleicht anfangen, das auch. Ah, siehste. Na, also, jetzt hat es doch geklappt, Tamina. Jetzt sollten die Berliner aber auch schauen, dass sie die gute Off-Season auch irgendwie auf den Rasen bringen. Ja, das wäre dann so der nächste Schritt, der kommen muss. Weil da bringt dir die beste Offseason nichts und bessere Strukturen und auch qualitativ bessere Spieler, wenn dann auf dem Rasen irgendwie trotzdem Kauderwelsch dabei rauskommt. Ja, Ja. vor allen Dingen habe ich jetzt gerade die Befürchtung, dass sie ihren Starting Quarterback komplett verbrannt haben. Weil das habe ich auch, also weil bei dem Weinreich Podcast war auch Cissé zu Gast und das, was der von dem Spiel erzählt hat, Edebali und Konsorten müssen den schon das ein oder andere Mal so hart zu Boden gebracht haben, dass es mich wundert, dass er überhaupt noch irgendwann aufgestanden ist und nicht einfach irgendwann frustriert liegen geblieben ist und gesagt hat, so, jetzt. Ja gut, aber wenn er liegen bleibt, dann ist es sowieso der falsche für Quarterback. Wenn du liegen bleibst, wenn du nicht verletzt bist, dann Ja der gut. Quarterback ist der Leader. Egal wie scheiße das es läuft, der muss vorausgehen und sagen, jawohl, ne, konzentriert euch, wir können das besser machen, wir müssen daran arbeiten, kommt, wir probieren es, wir schaffen das. Wenn der liegen bleibt und sagt, ne, boah, ich habe keinen Bock mehr, die haben mich zweimal getackelt. Ja, dann brauchst du eh einen neuen Quarterback. Ja, und genau das war, also wenn ich das, was ich gehört habe und die Statistiken daneben lege, wenn es ja nur die zweimal gewesen wäre, würde ich ja auch sagen, also wenn er da nicht aufsteht, dann ist er selbst schuld, aber der hat ja ordentlich eine verprimelt gekriegt an dem Wochenende. Also ich glaube, klar, du hast schon recht, der muss immer wieder aufstehen, solange er nicht verletzt ist. Aber genau da ist der Punkt. Manche Verletzungen merkst du ja auch erst im Prinzip, wenn das Adrenalin weg ist. So.
zum Beispiel Prellungen im Adrenalinschub, kriegst du das ja vielleicht auch gar nicht mit. So, da jetzt mal vielleicht was ja, kaputt gegangen. Aber alles, was du so nicht mitkriegst, ne, ist auch nicht so schlimm. Weil alles, was wirkliche Verletzung ist, kriegst du auch mit, wenn Adrenalin da ist. Ja, okay. Die Blessuren und so weiter, Prellungen, alles, was nicht schlimm ist, das kommt danach. Habe ich aktuell jeden Montag früh, denke ich, es hat mich eine in mein Bett rein zementiert. Aber das ist auch nichts, was mich dann davon abhält, die Woche drauf wieder zu spielen. Weil das müsste ja eine ernsthafte Verletzung sein und das merkst du im Normalfall gleich. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich, also so aus den Erzählungen und aus den Statistiken lese ich, so alles von der Defense Front durfte mal zum Sack ansetzen. Ja, gut, aber das kann Warschau sicher auch direkt einen neuen Quarterback holen. Ja, wobei, die Kings haben zwar verloren, aber der war ja auch mehr auf der Fresse gelegen wie alles andere. Ja, gut, das stimmt. Ja, aber wie du schon richtig sagtest, da muss jetzt in Berlin was passieren. Die dürfen sich jetzt nicht hängen lassen. Also das wäre tatsächlich das Schlimmste, was jetzt gerade passieren könnte, dass die sich hängen lassen. Ich würde auch fast behaupten, tatsächlich, sie haben jetzt schon irgendwo Druck, vor allen Dingen, weil sie ja extra die ganzen Leute so geholt haben, wie sie sie geholt haben, weil sie ja was besser machen wollten und nicht so weitermachen wie letztes Jahr. So. Und jetzt würde ich fast behaupten, es muss jetzt noch nicht mal unbedingt ein Sieg nächste Woche sein, aber das muss auf jeden Fall dann knapper ausfallen. Bin ich jetzt der Meinung, wie siehst du das? Ja, wie gesagt, das ist ja das, was ich gemeint habe. Da muss jetzt auf dem Rasen auch was passieren. Es kann nicht sein, dass man... danke für den Follow, Herr Menard. Dass wir eine ganze Offseason gute Sachen machen und das Team verbessern und dann kommt im unterm Strich nichts dabei raus. Mhm. Ja, das ist das... weil das muss sich dann wieder die Organisation angreifen lassen. Hat man einfach nur Wert drauf gelegt, große Namen zu holen, aber nicht die richtigen Leute fürs Team? Hat man sich keinen Gefallen damit getan, den zwar sehr erfahrenen Coach, aber wohl noch nicht erfahren als Head Coach, was wir aus dem Wikipedia-Eintrag über ihn rausgelesen haben? Mhm. Ja. Mal schauen, das ist, da muss jetzt einfach dann was kommen, da muss ein Schritt vorwärts sein. Klar, kleine Schritte reichen, ist vollkommen in Ordnung. Aber es müssen halt Vorwärtsschritte sein. Und nicht Rückschritte, ja. Ja. Ja, also ich bin mir auch, ich hoffe einfach mal, dass Thunder das jetzt in der nächsten Woche wieder im Griff hat, tatsächlich. Weil machst du das noch ein, zwei Wochen so, solltest du dir ganz stark überlegen, ob das, was du da in der Offseason gemacht hast, so sinnig war. Genau. Genau so ist das. Das ist nämlich, 11 Stars machen noch lange keine Mannschaft. Das muss auch alles irgendwie zusammengehalten werden. Da reden wir jetzt dann auch wieder über eine Winning-Culture, die du etablieren willst. Wenn du jetzt wieder anfängst und hast alles umgekrempelt und verlierst trotzdem, dann schleicht sich gleich wieder dieses, okay, dann haben wir halt verloren, diese Losers-Mentality ein und das darfst halt nicht einreißen lassen. Mhm. Ja, und das ist halt jetzt auch, jetzt gehen wir mal von Berlin weg. Die Sache ist halt auch die, wenn wir jetzt mal auf die Dragons
und die Search gucken. Ja. Was war das denn? Also ich habe es nur gesehen, ich habe nur das Ergebnis bis jetzt gesehen. Aber das letzte Interview vor der Saison hat Dermot Hanselmann noch angesagt, wie zufrieden er mit der Entwicklung des Teams ist. Also letztes Jahr haben sie auch das Eröffnungsspiel gegen Barcelona gehabt und haben sie gewonnen. Also entweder entwickeln sich die anderen Teams halt einfach schneller, besser. Oder da ist halt irgendwo noch richtig was im Argen, was unbedingt ausgemerzt gehört. Also, ich habe mir die Highlights schon mal angeguckt. Also, ich habe auch das Spiel ja nicht gesehen. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe dann hinterher noch mal reingeschaltet und als ich dann schon 38:9 las, dachte ich mir so, oh. Wo ist da jetzt, was ist da passiert? Und dann Ja. hab ich mir die Highlights angeguckt und dachte mir so, okay, ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, woran es gelegen hat, aber ich weiß zumindest, dass viel auch daran lag, dass sie zumindestens was, also klar, was die Highlights angeht, relativ wenig Ballbesitz auch hatten. Ja, Ich habe mir jetzt, ja, ich habe mir jetzt die Statistiken noch nicht anschauen können. ich versuche ja auch gerade zu finden, aber irgendwie hat sich meine ELF-App verabscheut. Da also. Schauen wir mal, ob wir darüber schon. Also es dürften eigentlich alle Statistiken drin sein, außer von dem Österreich-Duell. Nee, aber wie... Ja. Ja? So richtig ist da noch nichts drin. Okay. Es steht, unter Stats steht genau das Ergebnis. Das war's. Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall das, was ich von dem Spiel gesehen habe, also abgesehen von den Highlights, war es auch so... Also das muss ich jetzt wiederum sagen, von beiden Seiten aus sah das eher so aus, als wäre das sehr viel Glück gewesen, was die guten Mannen aus Barcelona da hatten. Und bei Stuttgart war es dann wohl eher so, ne, manchmal hast du kein Glück und öfter kommt dann auch noch Pech dazu. Ja, das war irgendwie. Vor allen Dingen, ich verstehe auch tatsächlich die Klamotte nicht, weil du hast halt auch gemerkt, wie gut die Defense der Stuttgarter eigentlich ist. Weil hätte da irgendwie keiner aufgepasst. Dann wäre das Ganze, dann hätten wir ein GFL-Ergebnis, Ja. weil die Dragons haben schon sehr viel Powerplay gezeigt und sehr viel auch konnte erst unterbunden werden, als dann der Safety von hinten angeflogen kam. Also, wie gesagt, an sich, glaube ich, könnte Stuttgart das auch besser, aber irgendwie hatten sie in Woche 1 Scheiße am Fuß kleben. Ja, für mich kam da ein altbekanntes Problem, was wir aus der letzten Saison von Stuttgart schon gekannt haben. Sie tun sich in der Offense schwer zu adjusten. Sie gehen rein, sie haben einen klaren Gameplan. Gibt es nichts dran zu rütteln, ist super, ist wichtig, geht aber dieser Gameplan nicht auf. Tun sie sich schwer, den Gameplan während des Spiels zu ändern. Was wir am Samstag gesagt haben, In-Game Adjustments. Tun sie sich, haben sie sich meiner Meinung nach letzte Saison schon schwer getan.
Und tun sie sich, was ich gesehen habe vom Spiel, diese Saison wieder. So. Das Problem ist, das Ganze kann zwei Ursachen haben. Entweder schafft es der Coaching-Staff, nicht die richtigen Lösungen zu finden für die Probleme, die man hat. Oder der Coaching-Staff findet die Lösungen, aber die Spieler schaffen es nicht, diese umzusetzen. So. Sollte das diese Saison allerdings so weitergehen und Stuttgart als Schlusslicht der ELF die Saison beenden, glaube ich, werden wir nächstes Jahr erfahren, ob der Trainer oder der Trainerstab schuld war oder die Spieler. Weil ich glaube, dann kriegt man in Stuttgart einen neuen Trainerstab. Jetzt mal so ins Blaue hineingeraten. Du kennst Martin Hanselmann ja jetzt auch so ein bisschen. Meinst du, er kann's den Spielern denn vermitteln, was vielleicht falsch läuft? Vorausgesetzt, sie haben das Problem erkannt. Ich bin mir definitiv sicher, dass der Martin die Probleme erkennt. Das Einzige, wo sich der Martin meiner Meinung nach schwer tut, ist, er hat eine gewisse Vorstellung. Ja. Er studiert ganz viel College und modernste Offenses, die es gibt mit Run, Pass, Option und so weiter und so fort. Und diese Art von Football möchte er spielen. Und diese Art von Football spielt er. Und mit dieser Art von Football gibt es auch für jedes Problem eine Lösung. Ist es aber eine Lösung, die seine Spieler umsetzen können? Oder gäbe es Lösungen, die ein anderes System erfordern würden, die seine Spieler aber dann umsetzen könnten? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Okay. Ja, der Martin will ein modernes Kurzpassspiel mit Zone Running. Ja, das ist das, was er spielen möchte. Wenn ich damit aber nicht klarkomme, muss ich nicht vielleicht mal auf ein Gap-Scheme zurückgreifen und oder mehr auf ein Gap-Scheme zuarbeiten? Muss ich vielleicht anstatt Zone-Plays Sachen wie Power oder sonst was laufen? Muss ich vielleicht mehr Oldschool spielen und mit einem Two-Back-Set rauskommen? Wie gesagt, das Wissen ist auf jeden Fall da. Also dass der Coaching-Staff weiß, was das Problem ist. Die Frage ist, schaffen sie es, die richtige Lösung für ihre Spieler anzubieten? Okay, ja. Ich verstehe, was du meinst. Das ist, glaube ich, das... Ja. Ja. Und da kommen wir dann auch gleich schon zum Knackpunkt des Spiels. Also da, zumindest das, was ich davon gesehen habe. Du hast halt gesehen, dass Stuttgart schon wollte. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die sich dahingestellt. Ja, macht mal, wir ergeben uns, wir hissen die weiße Flagge. Nee, aber irgendwas war da nicht ganz so im Reinen, wie es theoretisch sein könnte. Ja. Und das genaue Gegenteil davon, und das ist bestellt, also da hast du mich jetzt, ohne dass ich es gesagt habe, schon wieder in meiner Meinung bestätigt, ist, dass die Defense das sehr wohl kann. In Stuttgart. Ja. Die finden die Lösung, die schaffen das, Fehler abzustellen oder schematische Probleme zu erkennen und das umzusetzen. Und das ist wiederum etwas, was ich vom Andy Meyer, der ja der Defense-Coordinator ist, für den ich ja auch schon gespielt habe,
Die Defense in der Vorbereitung, verspreche ich dir, denen hat der Kopf gequalmt bis zum geht nicht mehr. Weil Okay. das Defense-System vom Andy Meyer ist alles aber nicht einfach. Es ist nämlich ultra ausführlich. Deswegen können sie aber, wenn sie das mal drin haben, auch alles unter Kontrolle kriegen. Zumindest bis zu dem Punkt, wo dann einfach ein Spieler nicht gut genug ist, im 1 gegen 1 den anderen Spieler zu halten. Aber alles, was schematisch vom Scheme her, von den Plays her auszumerzen ist, kriegt der Andy ausgemacht. Wenn jetzt sein Defensive End beim vierten und Goal, nachdem der Ball weg ist, ein Roughing the Passer macht und es gibt einen neuen ersten Versuch an der 1-Yard-Linie, dann kriegt er das auch alles ausgemerzt. Okay. Seit diesem Tag kennt der Andy Meyer meinen Namen. Ich Okay. war dieser Defensive End. Ja. Ja. Also das werden wir auch erst nächste Woche sehen. Aber ich befürchte tatsächlich, dass es für Stuttgart, wenn sie jetzt nicht in der Woche irgendwas ganz stark umstellen, befürchte ich, dass es schon in der zweiten Woche schwierig werden könnte. Ja. Was mir Sorgen macht, ist, dass wir, als wir unsere Vorberichterstattung gemacht haben und die Franchises vorgestellt haben, waren wir uns ja einig, dass es für Stuttgart generell schwer wird und dass eigentlich die Spiele, die sie gewinnen können, die gegen Istanbul und die gegen Barcelona sind. Ja. Wenn ich mir die Spiele von Barcelona und Istanbul so angucke, Ja. schwindet da ein bisschen meine Hoffnung. Ja, also wie gesagt, das Barcelona-Spiel, das haben wir ja jetzt gesehen, das strotzt vor Power, das strotzt vor Schnelligkeit. Also, wie gesagt, und diese Explosivität, die haben die Stuttgarter ja relativ zügig wieder in den Griff gekriegt. Zumindest das, was ich von dem Spiel gesehen habe. Problematisch wird es dann, wenn Zach Edwards aus seinen Fehlern vom letzten Jahr gelernt hat und auf einmal die tiefen Bomben rausholt. So. Und die dann auch noch ankommen. Dann ist, ja. Nicht ganz so schön. Ja. Da, wie gesagt, da bin ich echt gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht und ob die Vereins- oder die Franchise-Führung in Stuttgart etwas unternimmt und ab wann sie etwas unternimmt. Also ob ist für mich eigentlich keine Frage mehr, sondern eher wann, wenn es so weitergeht, unternehmen sie was. Und wenn dann was genau Sie Ja, unternehmen? weil wir sind ja jetzt nicht mehr bei Vereinsfootball, wo es darum geht, ja, da kommen Leute, die bezahlen dafür, dass sie hier Football spielen dürfen. Nein, 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 nein. Das ist eine Franchise, die will auch noch Geld verdienen. Und wenn du da hinten drin rumgrauchst, dann ist wahrscheinlich dein Merchandise nicht so gut, wie wenn du dauerhaft die Meisterschaft gewinnst und so weiter und so fort. Also die Verkaufszahlen davon. Dementsprechend wird man sich da dann schon echt was überlegen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist eine Franchise, die ist jetzt 2 Jahre alt. Im Normalfall sage ich immer, gib einem Trainer 4 bis 5 Jahre, um eine Kultur und so weiter aufzubauen. Das Problem ist, Stuttgart lässt aber die Spieler, die gut wären, um eine Kultur aufzubauen, meiner Meinung nach, gehen. Ja. Siehe Blair, der war ja letztes Jahr bei Stuttgart genauso eine Waffe. Überall auf dem Spielfeld unterwegs, ein Big Play nach dem anderen gemacht.
den hätte man halten sollen. Das sind die Jungs, die antreiben. Das sind die Jungs, die mit gutem Beispiel vorangehen. Zumindest was auf dem Feld passiert. Was abseits vom Feld passiert, können wir alle nicht beurteilen. Mhm. Vielleicht ist er charakterlich nicht so toll. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, wie lange schaut sich das Stuttgart an? Wie viel Zeit geben sie Martin Hansen da? Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die einfachen Spiele verlierst und das dann mit einer gewissen Deutlichkeit. Ja gut, wer weiß. Vielleicht ist Barcelona auch einfach bockstark dieses Jahr. Ne? Also es ist jetzt der erste Spieltag. Wir haben noch wenig Vergleichsmaterial, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wenn nächste Woche Barcelona, oder ich weiß nicht, gegen wen spielt Barcelona nächste Woche? Warte. Bin schon am Gucken. Ja, Hamburg. In Hamburg. Wenn die nächste Woche jetzt 30-8 Hamburg wegklatschen, ne, dann schaut es mit Stuttgart schon wieder ganz anders aus. Weil dann ist vielleicht einfach Barcelona dieses Jahr unangefochten die Nummer 1. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Ja. Also was ich tatsächlich bei Barcelona gut finde, Zach Edwards hat anscheinend seine Hausaufgaben gemacht, weil Zach Edwards kann auch mal lange Pässe werfen, ohne dass die gleich beim Gegner landen. Ist ja schon mal viel wert, würde ich jetzt behaupten. Auf jeden Fall. Ball Security ist enorm wichtig. Ja, und wenn man, egal wen, gut, jetzt war es zwar Stuttgart, aber wenn man egal wen bei einer einstelligen Punktezahl halten kann, ja, kann die Defense ja auch nicht ganz so verkehrt sein. Ja, und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass halt die Drives auch von Stuttgart nicht lang waren, war die Defense auch bis zum Schluss ausgeruht, ne? Ja. Die sind halt nicht unter Bedrängnis kommen. Die mussten nicht das 500. Mal den Running Back tackeln. Ja. Ja klar, weil die Stuttgarter nur 20 Spielzüge hatten, gefühlt, in der Offense. Ja. Ja, also mir tut Martin Hanselmann ja jetzt schon irgendwie schon ein bisschen leid. Also, nein. Mir tut er nicht leid und ich glaube auch, das ist nichts, wo der Martin Hanselmann jemanden leid tun muss. Der Martin ist ein Bombentrainer, der weiß genau, was er tut. Und wenn das so in Stuttgart nicht klappt, muss das ja nicht die Schuld von Martin Hanselmann sein. Ja, nein, das meine ich auch nicht. Aber das Problem ist, das kennen wir ja auch aus der NFL, wer als erster gehen muss, ist erstmal der Trainer. Ne? Ja, der ist ja auch der Verantwortliche. Ja, das ist schon richtig. Er ist der Hauptverantwortliche. Er ist der Hauptübungsleiter. Ja. Ja. Nee, aber gut, dann gehen wir mal weiter zu einem Last but not least. Genau, zu einem Spiel, wo ich tatsächlich auch dann, ich sag jetzt mal, den Endpunkt mitbekommen habe beim Seppen, als Ryan Fire und Frankfurt zu Ende war, nämlich das 34-27 von Roslov. Es war mega. Also, als es schon 27-27 stand, ich saß hier und dachte mir so, warte mal, stopp mal kurz. Wie haben die denn jetzt schon über 40 Punkte gemacht? Weil beide, das war ja im Prinzip so, dass letztes Jahr das Endspiel, sag ich jetzt mal, für die Playoffs. Ja. Ja. So, die Leipziger haben meiner Meinung nach vieles richtig gemacht.
Ja. Aber man hat auch gemerkt, vor allen Dingen bei dem letzten Touchdown von Breslau, sie haben halt irgendwann die Konzentration verloren. So habe ich es zumindest empfunden. Und das bricht dir natürlich irgendwann das Genick. Du kannst, umso länger das Spiel noch ist, kannst du immer alle deine unkonzentrierten Momente ausbügeln, indem du vorne halt mehr Punkte machst. Schwierig wird es dann, wenn nur noch 9 Sekunden auf der Uhr sind. Und dann die tiefe Bombe einfach reingegeben wird und dann im Endeffekt du da stehst und dich fragst, wo der Ball jetzt herkam. Aber wie gesagt, ich fand grundsätzlich jetzt in diese, ich sag jetzt mal, in diese Situation ist an sich erstmal relativ gut. Ja, ciao, schönen Abend noch. Und Moin. es ist echt viel, 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 viel Konzentration nötig, um das komplett durchzuhalten. Über 60 Spielminuten, finde ich. Und da fehlte den Leipzigern dann die gewisse Konzentration. Ja. Und vielleicht fehlte ihnen auch Timothy Knüttel, der, wie ich gehört habe, anscheinend ja auch mal bei Rotenburg war. Und so viele. Wo wollen wir über Rotenburger Footballspieler anfangen? Dann fangen wir in der NFL an. Ich weiß, da gibt's auch Das einige. ist also, das ist wirklich Wahnsinn, wo die sich überall hin verschlagen haben. Benji Barnes kommt Ja. aus der Rotenburger Jugend. Okay. Ne, also Rotenburg hat vor nicht allzu langer Zeit, 4, 5 Jahren, 6 vielleicht, auch GFL gespielt. Ja, die hatten dann irgendwie, ich weiß nicht, was damals passiert ist, auf jeden Fall hat irgendwas nicht gepasst, dann haben sie den Durchmarsch bis ziemlich nach unten durchgemacht und jetzt sind wir gerade wieder auf dem Weg nach oben. Ich schaue jetzt gerade, ich habe einen ganz klaren Indikator für, warum Leipzig das verloren hat. Ich muss nur erst noch ausrechnen. Leider kriege ich die passenden Zahlen nicht direkt aus der Statistik. Okay. Dann rechnen wir. In der Zwischenzeit kann ich ja meinen Gedankengang mit Timothy Knüttel einmal kurz aus, weil das der natürlich eine Maschine ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Jeder, der das Ryan Fire Spiel oder auch nur die Highlights gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Knüttel war in der Offense überall, der hat gefühlt jeden Ball, der auf ihn geworfen wurde, bis auf einen, glaube ich, hat er alle gefangen. Selbst die unmöglichsten Dinger, wo er sich dann noch so halb um den Defender rumlegen musste, alles kein Thema und hat sich ja auch belohnt mit so dem einen oder anderen Touchdown. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht so am Ende dann auch den Unterschied gemacht hat, weil soweit ich das überblicken kann, bei den Leipzigern haben sie jetzt zumindest keinen einzelnen Playmaker mehr. Ja, was für mich ein ganz klares Indiz ist, wo eins der Probleme war. Also generell sind die Statistiken sind relativ ausgeglichen. Bisschen bessere Pass bei den Pandern, bisschen besseres Laufspiel bei Leipzig, aber dritter Versuch, Third Down Conversion. Bei Leipzig
13%. Oh. Third down conversion bei den Panthers knapp 40%. Okay. Ist Wenn du den Drive am Leben halten kannst, ist halt immer gut. Ja, ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die Frage, die sich halt mir aufdrängt, ist halt, wie gesagt, wie sehr macht den Leipzigern das zu schaffen, dass sie jetzt, war ja in Leipzig, ne? Oder war er in Polen? Ich meine, das war in Leipzig. In Polen. Nee, war in Warschau. War in Warschau, okay. Ja, gut. Dann, mir drängt sich halt die Frage auf, was passiert jetzt, oder liegt es vielleicht einfach daran, dass sie auch vielleicht in einem ungewohnten Umfeld gespielt haben? Wäre natürlich extrem beschissen, weil sie haben dann ja jetzt noch mindestens, lass mich kurz überlegen, vier Auswärtsspiele vor der Brust. Nee, ja doch, 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 klar, natürlich. Und das wäre natürlich höchst katastrophal, wenn es jetzt tatsächlich daran lag, dass sie auswärts gespielt haben. Und dann wiederum frage ich mich, wie sieht das aus mit den ersten beiden Heimspielen von Leipzig? Die ja auch nicht gerade so um die Ecke sind, ne? Wobei Dessau geht vielleicht noch, aber dann spielen sie ja in Halle. Und da ist dann halt die Frage, ob das dann mit der Rumreiserei, wenn sie das eventuell nicht ganz so verpacken, schwierig werden könnte. Das war auch noch so eine Überlegung von mir. Aber da muss man jetzt halt tatsächlich gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Also verloren, finde ich, ist noch keine Mannschaft. Also komplett verloren. Vor allen Dingen auch bei diesen richtig engen Dingern. Sind wir mal ganz ehrlich, ist noch nichts verloren. Gut, das 38-9 und das 43-18 von Hamburg und von den Dragons ist schon erstmal eine starke Aussage, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die erste Woche war. Aber da weißt du zumindest schon mal, wen du besser nicht mehr unterschätzen solltest, erstmal. Und ja. Jetzt ist dann halt die Frage, was dann nächste Woche abgeht, beziehungsweise diese Woche abgeht. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Machen wir erst Power Ranking? Oder nehmen wir jetzt den Vorbericht für die zweite Woche? Ich würde erst das Power Ranking machen. Okay, dann bitteschön. Der Coach fängt an. An 1 bei mir. 2 Plätze nach oben gerutscht. Die Hamburg Sea Devils. Mhm. An 2 3 Plätze nach oben gerutscht. Düsseldorf Rheinfire. Mhm. An 3 einen Platz nach oben gerutscht, Wien. Mhm. An 4, 3 Plätze nach unten, Frankfurt. An 5, 3 Plätze nach unten, Tirol. An 6, 3 Plätze nach oben, Warschau. Mhm. An 7, genau wie letzte Woche, haben das gemacht, was ich erwartet habe, Köln. Dann an 8, Barcelona. 3 Plätze nach oben. A9 Istanbul, 3 Plätze nach oben. A10, das klingt jetzt krass, aber das ist halt nach einer Woche einfach so, Leipzig. A11 Berlin und A12 Stuttgart. Gut. Also, ja,
Könnte ich fast mitleben. Also, dann gehe ich auch mal von oben durch. Tatsächlich würde ich gerade an, also wenn ich jetzt dein Power Ranking mal zugrunde lege, 1 und 2 tauschen. Ich würde nämlich sagen, Rhinefire an 1. Alleine aufgrund dessen, weil sie das in Anführungsstrichen schwere Spiel hatten. An 2 dann Hamburg. An 3 dann auch Wien tatsächlich. An 4 kommen bei mir die Panthers. Weil ich glaube, mit dem Spielstil können sie erstmal auch gut noch weitere Siege einfahren. An 5 kommt dann tatsächlich Tirol. An 6, da bin ich dann bei Köln. An 7 bin ich dann tatsächlich bei den Dragons. An 8 die Istanbul Rams. So, an 9 würde ich die Leipziger setzen. An 10 tatsächlich dann schon. Warte mal, wo war ich? 10? Ja, nee, ich meinte bei welcher Mannschaft. Lass mich mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ah, genau. Genau. So, 10 ist dann bei mir tatsächlich hier die Menschenskinder. So, ja, jetzt aber. So. 10 ist tatsächlich, weil ich einfach darauf hoffe, dass es ein Ausrutscher war, die Search. Dann an 11 sind dann. So, jetzt muss ich gerade überlegen, weil da habe ich nämlich beides mal ein Fragezeichen hintergesetzt. Es sind nur noch 2 Teams übrig. Ja, nein, ich habe, nein, Fragezeichen insofern, wer davon 11 und wer davon 12 ist. Da musst du überlegen, deine beiden Teams, die noch übrig sind, sind Frankfurt und Berlin. Ja, Berlin würde ich tatsächlich an 12 setzen und Frankfurt an 11 momentan. Frankfurt hat gegen die bei dir beste Mannschaft mit einem Field Goal verloren und ist hinter Istanbul, hinter Leipzig, hinter allen. Krass. Ja, weil ich das kann ich aber auch begründen, weil ich befürchte gerade einfach, dass Jacob Sullivan sich da irgendwas getan hat, weil er auch tatsächlich direkt im Spiel und direkt nach dem Spiel behandelt werden musste. Und ich nicht glaube, dass sie die Leistung konstant weiter abrufen können. Sollte er verletzt sein. Okay, krass. Ich bin gespannt. Aber das kann sich ja nächste Woche noch vollkommen ändern. Weil nächste Woche haben wir ja dann wieder eine ganz andere Ausgangssituation. Ja, warte, dann mache ich mir hier schon mal den Spielplan auf. Bin's auch dabei. Ja. Wollen wir gleich Tipps abgeben?
Können wir gerne machen. Ja, ich habe den Spielplan offen. Dann brauchst du ihn eigentlich nicht. Ich sag dir Bescheid. Ich sag, wer spielt. Okay. Samstag, der 11. Raiders Tirol gegen Köln Centurions. Ganz knappes Ding für die Centurions. Okay. Ich glaube, dass das die Österreicher gewinnen. Warum glaubst du das? Weil ich die Raiders stärker einschätze als die Kölner. Und ich Siehe glaube, ja. Power Ranking. Zwar Raiders an 5, Kölner an 7. Ja, an sich schätze ich die Tiroler zwar auch stärker ein, aber und da glaube ich fest an die Heimmacht, werden die Kölner so nach vorne gepeitscht. Und wenn sie dann noch ihre, und wenn dann noch Jan Weinreich seine Fehler abstellt, die er jetzt in der ersten Woche gemacht hat, dann wird das wieder ein relativ high-scoring Game und das werden sie mit wieder 2 Punkten Vorsprung gewinnen. Das nächste Spiel, Istanbul, also das Berliner Stadtduell, Istanbul Rams gegen Berlin Thunder. In Berlin, ne? In Berlin. In Berlin? Ja, Istanbul gewinnt das Ding. Glaube ich auch. Und das eventuell noch nicht mal sehr knapp. Und dann eventuell als Heimmannschaft. Ja. Spiel Nummer 3, Düsseldorf Rheinfire gegen Leipzig Kings. Ryan Fire, ganz klar. Also, Dann da brauche ich nicht lange überlegen, ja? Spiel Nummer 6, die polnischen Panther gegen Stuttgart Search. Ja, was soll ich sagen? Ich befürchte, nein, doch, ich befürchte, die Breslauer werden das Ding gewinnen. Da gehe ich auch davon aus. So, Frankfurt Galaxy gegen Vienna Vikings. In Wien, ne? In Ah, Wien. ja, ich glaube, ich gehe mit den Wienern. Spielt Jacob Sullivan, gewinnen die Frankfurter in Wien. Okay. Barcelona Dragons, Hamburg Sea Devils. Barcelona Dragons, Hamburg Sea Devils. Ich glaube einfach, da werden wir das erste Unentschieden sehen. Nee, ich glaube, die Hamburger zu Hause gewinnen das Ding. Okay. Ja, dort war's. Ja, was erwartest du denn jetzt von der zweiten Woche? Ich muss eigentlich sagen, ich bin mit Woche 1 so, also jetzt mal von ELF-Seiten her, eigentlich recht zufrieden. Ja, es ist wieder Saisonanfang. Ein paar Kleinigkeiten sind wieder nicht so super gelaufen. Der Stream war weg kurz vor Schluss und so weiter und so fort. Ich gehe einfach davon aus, dass das nächste Woche nicht mehr der Fall ist. Und dann erwarte ich spannende Spiele, bessere Kommentatoren. Und ein schönes Fußballwochenende.
Ah, da fällt mir gerade noch eine Frage ein, die ich dich fragen wollte. Die hatten wir zwar schon am Samstag diskutiert, aber jetzt nochmal in Ruhe, sag ich mal. Was sagst du denn dazu, dass die Kommentatoren angehalten wurden, die Schiedsrichter nicht so zu bashen? Finde ich richtig. Die arbeiten für dieselbe Firma. Okay. Du gehst auch nicht, wenn du wieder mal fürs Fernsehen interviewt wirst, Ja. vor die Kamera und sagst, tja, die anderen Mitarbeiter sind alles Flachpfeifen, die können alle entlassen. Ja, stimmt. Schwierig, ja. Ja. Ich glaube, spätestens an dem Punkt hätte ich auch mein Kündigungsschreiben in der Hand. Sie. Weil ich kann zwar vieles denken, aber ich sollte nicht alles aussprechen. Genau. Aber wolltest du einfach mal nichts sagen? Und es geht ja nicht darum zu sagen, ach, das war eine Fehlentscheidung. Sondern letztes Jahr hattest du es ja wirklich, dass ich sage, oh mein Gott, was pfeifen sie denn hier wieder zusammen und so weiter und so fort. Das ist kontraproduktiv. Ja, also Jetzt das. habe ich aber noch zwei Fragen. Jetzt hast du ja doch schon ein bisschen ELF geguckt. Die eine Frage ist, wie findest du die Kickoff-Regelung? Ja. Wir haben ja während des Spiels schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt so im Nachhinein hat es ja auch noch mal Zeit, das dann durch den Kopf gehen zu lassen. Also ich sag's mal so, ich hab mir ja meine eigenen Gedanken gemacht und tatsächlich haben sie das auch in dem Podcast, den ich mir jetzt über die letzten 1,5 Tage angehört habe, auch nochmal angesprochen. Also am Anfang war ich sehr skeptisch und das hast du auch und du hast auch mitgekriegt, dass da auch in den Mannschaften wohl auch ziemliche Skepsis vorherrschte. Ich muss sagen, an sich finde ich das gut. An sich finde ich das tatsächlich gut. Ich habe nur ein Problem, weil das verstehe ich nicht so ganz. Die Regelung mit der 20-Yard- und mit der 30-Yard-Linie. Die verstehe ich einfach nicht. Denn Der es. 20-Yard-Touchback ist, glaube ich, wenn es ein normaler Touchback ist. Und der 30-Yard-Touchback ist, glaube ich, wenn der Kickoff nicht zwischen der 20 und der 0 aufkommt zum ersten Mal. Richtig, richtig. Genau das ist es. Und das verstehe ich nicht. Das macht für mich effektiv keinen Sinn. Doch, finde ich schon. Also für mich macht es Sinn. Aus dem einfachen Grund, man will ja nicht die Returns eliminieren. So. Da man jetzt aber ja die Spieler näher zusammenrückt, werden Returns ja schwerer. So. Was jetzt nicht das gegnerische Team sagt, aus Prinzip, wir ballern einfach alles hinten raus. Sagt mal, pass auf, wenn ihr zwischen die 0 und die 20 schießt und damit dem gegnerischen Team die Chance auf einen Return gebt, und sie nutzt sie dann nicht, kriegt ihr eine bessere Feldposition, wie wenn ihr von Haus aus sagt, hehehe, ich gebe ihnen gar nicht erst die Chance. Ja. Gut, und was war deine zweite Frage? Wie fandest du den Einsatz der Videoschiedsrichter? An sich eigentlich ganz gut. Also haben jetzt, also tatsächlich muss man dazu sagen, ich habe, also die Spiele, die ich jetzt voll gesehen habe, da wurde jetzt nicht so viel gechallenged. Aber prinzipiell fand ich es halt gut. Bisher, war jetzt erst ja nur zweimal. Und ich finde aber auch die Aufmachung eigentlich ganz gut in den Übertragungen, dass sie dann auch wirklich das zeigen, was die Schiedsrichter sich da angucken. Ja. Weil das ist ja das, was du immer nie so ganz nachvollziehen kannst bei den NFL-Übertragungen im Fernsehen. Ne? So, da. Oder noch besser beim Fußball. Ja. Aber das muss ich sagen, finde ich jetzt wieder ein bisschen ein Armutszeugnis für Fußball Deutschland oder UEFA oder whatsoever.
dass es eine semi-professionelle Liga, die European League of Football aktuell noch darstellt, schafft innerhalb eines Jahres sowas zu etablieren und es funktioniert. Während ein riesiges Konstrukt wie die UEFA mit so vielen Experten und allem es in 10 Jahren nicht hinkriegt, das vernünftig auf die Beine zu stellen. Ja. Ja, jetzt könnte ich ja ein lustiges Beispiel nennen. Rot-Weiß Essen hat ja vor 2 Jahren im DFB-Pokal gespielt und musste deswegen ja auch so eine Videoschiedsrichteranlage anschaffen. Und dann gab es eine heikle Situation und der Videoschiedsrichter hat sich einfach null geäußert. So. Und dann hat man auch mal bei ihm in seinem Kabuff angeklopft und mal gefragt, ob der überhaupt mal drauf guckt, was da so passiert. Ja, Ende vom Lied ist, alle haben sich natürlich gefragt, warum Rot-Weiß sich das anschaffen musste, wenn es dann sowieso nicht zum Zug kommt. Ne? Ja. So. Ja. Und ja, da, wie gesagt, da macht die ELF einen guten Job. Das dann auch, wie gesagt, gut ins Fernsehen einzubringen, finde ich, ist noch viel besser. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass es ist ja auch tatsächlich so, dass du auch dann alle wichtigen Dinge tatsächlich dir angucken kannst als Schiedsrichter, wenn du dir unsicher bist. Ja. So. Gut, das ist erst dann im Prinzip im Endspiel eingesetzt haben letztes Jahr und das dann wohlgemerkt als im Prinzip als sag mal schnell als Test, genau, als Testballon benutzt haben, fand ich nicht ganz so gut, ne? Ja, aber es hat ja gut funktioniert. Ja, gut, aber das konnte ja vorher halt keiner wissen. Naja doch, das kann man schon wissen, wenn man das Ganze gut plant und davor Tests macht, abseits vom Live-Event, kann man sehr wohl voraussehen, ob das Ganze eine Chance hat zu funktionieren oder nicht. Klar können dann immer Probleme auftreten, das ist immer so, wenn man dann das erste Mal live geht mit irgendwas. Aber wenn ich davor eine gute Testphase habe, dann kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass sowas funktioniert. Und das ist ja jetzt, man hat ja hier das Rad nicht neu erfunden. Ja, ist ja nicht so wie der DFB oder UEFA oder whatsoever, die aus x Profiligen wissen oder sehen können, wie man Videoschiedsrichter verwendet und dann sagen, ah, wir sind aber Fußball, wir sind besser als alle, wir machen das anders und deswegen ist es scheiße. Aber man hat sich gesehen, man hat sich angeguckt, pass auf, die stellen dann die Bilder zur Verfügung, die gucken drauf. Fertig. Ja, das funktioniert bei allen Sportarten in den USA sonst auch. Warum also nicht auch in Europa? Weil man meint, dass ne, man ist besser wie alle anderen. Ja, Fußball, beste Sportart. Ja, das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen noch zu bemängeln habe und wo ich auch nicht alleine mit bin, und wo auch schon ganz viele in Anführungsstrichen Experten gesagt haben, ey Leute, ihr habt jetzt die Österreicher an Bord, dann lasst die das doch machen, sind die Live-Statistiken. Also ich habe ja reingeguckt bei Tirol und Wien und in meiner Live-Scoring-Leiste stand 29-29. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels gab es diesen Spielstand. Also heißt... Stand sogar in der App als Endergebnis. Als Endergebnis? Ja. Okay. Ja, ich kann dir sagen, das war nicht so. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ich dachte auch, wir haben das erste Unentschieden und eine Stunde später lese ich überall anders 29-23. Ich denke mir, da irgendwas zu hören. Aber nee, war wohl einfach, hat irgendjemand das falsche Knöpfchen gedrückt. Ja,
So, und das ist das Einzige, wo ich sage, das mu muss für diese Woche besser werden. Und ja, dann muss man halt gucken, ne? Wie das Ganze so wird. Das sehe ich mal so. Ja, hast du noch irgendwas zur ELF? Ansonsten wären wir für heute durch. Ich bin glücklich. Du bist wunschlos glücklich. Ja, das freut mich. Und wir hören genau dann auf, wenn anscheinend wieder der Ton sich versucht zu verabschieden. Da bin ich doch mal hellauf begeistert, dass es heute nicht während der Sendung passiert. Ja, dann wir gucken mal, was wir dann am Wochenende machen, welche Spiele wir kommentieren oder halt auch nicht. Und dann bis dahin. Ciao, ciao. Adios.